Hey Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Quarter TV. Ich bin der Frankie. Schön, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Wir sind direkt in Cornelia. Wir haben keine Pause gemacht. Wir machen direkt weiter. Für euch ist ein neuer Tag. Für mich ist die gleiche Aufnahmesession. Ich drücke nochmal auf Speichern. Und dann legen wir los. Also, wir sind wieder Ritter. Wir haben wieder die Piraten hier. War klar, dass die wieder auftauchen. Wenn wir an die Sphäre gehen, machen die Superattacke hier. Jawohl, ran an die kleinen Leute hier. Zack, jawohl. Diese kleinen Gegner, so meine ich das. So, ach, die braucht nochmal einen Schlag, oder was? Tatsächlich, okay. Da rechts ist abgesperrt und zwar, guckt mal, so ganz modern, wie so richtige Schließmechanismen, wie in der U-Bahn oder ähnliches, wo nach Fahrkarten gefragt wird. Also, sehr, sehr lustig, wie hier alles gemixt wird in diesem Spiel, aber davon war ja auszugehen. So, haben wir in anderen Bereichen das Level ja auch schon gesehen. Also, hier scheinen jetzt immer mehr Qualls, Piraten, was auch immer. Ja, in dem Fall jetzt Seeteufel. Heieiei, da habe ich mich jetzt aber auch dumm angestellt. So, jetzt klappt's. Komm ran. Jawohl, klappt. Sehr gut. Sehr gut. Torturek, Backbreaker. Sehr gut. Habt ihr gehört? Es war sehr gut mit dem französischen Akzent. Aber in echt war es natürlich einfach nur sehr gut. So, Jobstufenaufstieg passt. Ich brenne. Ich bin gut gelaunt. Ich hoffe, diese Energie kommt rüber. Ein bisschen over the top. So muss das sein. Manchmal muss man ein eh schon gutes Gefühl noch mehr verstärken, um richtig gehen zu können. Ah, ja, ja. Warum wird er denn so zurückgestoßen? Und warum heile ich nicht? Genau. Und weg! Ah, hat nicht mehr geklappt. Huiuiui. Ja, jetzt haben wir es. Oh mein Gott, der ist gar nicht zu stunnen, oder? Oh mein Gott. Torturet. Breaker. Oh mein Gott, der ist stark. Der ist groß. Oh, der ist größer als die anderen. Nein, 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 nein. Das ist natürlich der Prinz. Oh Gott. Say it ain't so. Genau. Oh mein Gott. Wie ein Spear-Tackle. Und weg. Und weg. Weg. Nehmen wir mal kurz den Zauberer dazu. So, hauen wir ordentlich mit Hastga rein. Dass wir alle ein bisschen schneller agieren können. Und dann gibt's Eroga. Dann hoffen wir mal, dass das was bringt. Okay, das haut richtig rein, aber auch nicht so super gut. Machen wir mal Blitz. Ach, nicht Stunting, gell? Heieiei, ist der stark. Das ist echt nicht normal. Den blocken wir mal kurz. Jawohl, erledigt. Den Stunt nichts, das kannst du gerade vergessen. Heieiei. Ja, jetzt haben wir ihn. Heieiei. Oh, selbst dieses Monster lädt sich Cody mit all seiner Kraft zum Torturek Backbreaker auf. Ist das nicht beeindruckend, Leute? Heieiei. Okay, weiter geht's. Ziemlich öde, in Anführungsstrichen, weil es einfach nur dieser weite Weg ist. Wir sind aber auch nie so durch Cornelia geschritten. Das heißt, es ist auch eine besondere Art, dass wir das jetzt hier haben. Komm, ran, 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 ran. Und runter. Jawohl. Und weg. Heilen. Fuck, weg. Ging nicht mehr. Oh mein Gott, können wir durchrennen? Ich weiß nicht, ob es das letzte Wort abgewirkt hat. Können wir durchrennen, habe ich gefragt. Ich versuche es einfach mal. Oh nee, oder wenn wir so einem blöden Qual jetzt gestorben sind, schleppen wir im Worst Case all diese Gegner jetzt hinter uns her. Oh. Das ist ätzend. Mit dem Prinzen sogar. Oh Gott. Ja, sorry, das muss ich jetzt natürlich erstmal hinter mich bringen hier. So. Yes, ist Gott. Fools. I can't tell who is more twisted. The monsters or these wretches. Deshalb ist Bibi ein Lieblingscharakter, denn sie bringt es einfach auf den Punkt. Diese Würstchen. Das gibt's doch nicht. Ich bin ja komplett unfähig. Da geht ja gar nicht. Da geht ja gar nichts. Und jetzt hauen wir ihn um, oder? Jawohl, sehr gut. Also das war jetzt ein bisschen arg heftig. Ich hatte einfach keinen Bock, nochmal die ganzen Gegner umzuhauen. Da hinten ist Chaos. Zumindest wirkt es so. Ich gehe noch nicht an die Sphäre, weil ich einfach kurz mal gucken will. Ja komm, natürlich gehe ich ran. Dass wenn was passiert, wir hier sind, was soll der Blödsinn? Und ich kann mir ja trotzdem kurz mal angucken, was da los ist mit den Morbolen und alles, aber... Dass wir schon mal hier waren, ist das auf jeden Fall gut, ne? Okay,
Okay, was haben wir hier? Ja, freischalten. Können wir das auch freischalten? Jawohl, nehmen wir das zuerst. So, hier rüber. Magieschaden ist gut. Weise Affinität 25. Sehr, sehr schön. Nehmen wir. Magische Sigille Meister. Gut. Kommt, wir gucken es uns einmal kurz an. Da ist so ein Morbol. Was ist das für einer? Hallo. Visierst du ihn mal an? Morbol des Grauens. Natürlich. Natürlich. Läuft. Gehen wir doch mal hier kurz rein. Mit Hastgard. Zack. So, dann wechseln wir hier auf Iroga. Machen hier ganz heftig immer wieder ein und schicken sie nach vorne. Na, ich habe euch doch nach vorne geschickt. Was macht ihr denn? Ah, ja, jetzt hat es Eisra gewirkt, aber es hat natürlich nicht viel gebracht, weil es nicht getroffen hat. So, kommt ihr jetzt bitte? Jawohl, wir haben ihn schon. Sensationell. Zauber brechen die Willen solcher Monster relativ schnell. So, den Rest müssen wir jetzt hier nicht mehr... Na komm, den hauen wir noch um. Oh Gott, heil dich. Jawohl, hat geklappt. So, und mehr machen wir aber nicht. In der Mitte gab es da, glaube ich, nichts zu holen. Hier am Rand auch nicht, haben wir jetzt gesehen. Einmal laufe ich noch hier durch. Ja, klar, ein Pisco-Dämon noch. Herzlichen Glückwunsch, aber hier ist nichts. Also ich glaube, das ist eher so gedacht nach dem Motto, hey, schau dir mal kurz an, ob da irgendwas zu holen ist. Und dann pace einfach durch, mach weiter. Es soll einfach nur zeigen, dass hier das totale Chaos herrscht. So, ich hoffe, die Atmosphäre gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich speichere trotzdem noch manuell, auch wenn es das einfach weit mitgenommen haben sollte. Und jetzt gehen wir rein und gucken, was da hinten passiert. Was kommt jetzt hier zum Vorschein? Weitere Action ist auf dem Weg. Mal tief durchatmen. Gleich wieder auf ein bisschen Ruhe freuen. Und jetzt aber erstmal das genießen. Oh, Vic ist da. Er scheint besessen. Oder er war es schon immer. No way. Captain? I say the captain, I say what? Say the captain, I say what? Captain Vic. In seiner Hardcore-Variante und hört ihr die Musik total stark. Okay. Warten wir einfach mal ab. Oh Gott, ich bin ja voll. Dann kann ich auch gleich was machen. Okay, ist er rein auf uns konzentriert? Nein, ist er nicht. Sehr gut. Dann kann ich nämlich Hastga machen. So. Danach Protes, Protega. Valum, Valga. So, dann auf den Schwarzmagier gehen. Eroga 1. Eroga 2. Ui. Und weg, und weg. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Passt schon. Ja, ja, ja. Und Eroga Nummer 3. So, und dann gehen wir auch mal in den Inkampf. Infight. In den Nahkampf, wollte ich sagen. In den Infight, in den Nahkampf. Und dann habe ich es gemixt. So, rennen wir mal. Oh, was für ein starker Schlag, Captain Vic. Heieiei, Feuerbombe? Nö, 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 nicht mit mir. Komm, macht mal was. Komm. Zack, wechseln. Also ich habe definitiv drei Dinger voll gemacht. Jetzt gucke ich mal. Nee, also ich habe irgendwie nicht gerafft. Ist in der Mitte vielleicht? Ich blick nicht, was mit Ultima zu tun ist. Ist traurig, aber ich blick's nicht. Besessener ist es übrigens. Er ist gar nicht als Captain Vic. Jawohl, sehr schön. Oh, das hat nicht geklappt. Weg, 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 heilen. Habe ich geheilt? Jawohl, sehr gut, hat geklappt. Sehr gut, hat geklappt. Feuerbombe, ja. Okay, bisschen zurück. Oh, weg. Und dran. Jawohl, sehr gut. Und weg. Jawohl, sehr gut. Kurz mal geheilt. Das müsste eigentlich jetzt reichen. Zack. Hat's gereicht? Nee, er ist immer noch nicht besiegt. Warum geht das jetzt nicht? Oh Gott, seinen Willen kann man nicht brechen. Doch, jetzt haben wir ihn. Und, reicht das auch schon? Oder ist es wieder nur so eine erste Runde? Na? Okay. Haben wir gut gemacht. Zählt das jetzt als Endbosskampf und wir sind danach fertig? Ja, wirkt so. Wow. Starke Leistung. Das hat gerockt. Und Spaß gemacht hat's auch noch. Hören wir mal zu.
Ich mache wieder ein bisschen lauter. My crew, my friends, the darkness seduced them like a siren. Ja, ja, die Sirenen, ne? Oh, die Zeus sind auch schon zum Opfer gefallen. Weren't much human left in them, eh? The sea, she's changed. We lost our home, a way of life. All us old sea dogs were scared, confused, angry. Am Ende nicht. Am Ende ist Odysseus den Sirenen entkommen. It happened in the blink of an eye. I couldn't do anything for them. Verlust übrigens, was er hier verarbeitet. Und Trauer. Und Niedergeschlagenheit. No, lad. I've set sail for the last time. So you came here just to die? No. I came here to find you. I went looking for Alstis. Damien. Figuring he could put a stop to all this, but that sneaky scoundrel was nowhere to be found. Find him for their sakes. Astos. Hat Damien alles verbockt? If my guess is right, he's been sparring with Chaos. Either of us can reckon. Mit ihm oder gegen ihn? Das ist die Frage, was mit ihm gemeint ist. Man kann ja auch mit jemandem kämpfen als Kampfgegner gegen Gegner, ihr versteht? Sehr spannend. I can't well say for sure, lad. His heart is filled with hatred, clouded with an unspeakable darkness. He hides it well, but when I catch a glimpse of it, I shudder. It's a cousin of Chaos. Chaos. The thing itself. Chaos. Verrat offensichtlich. Zumindest fühlt er es. Elves, that's another matter. Yeah. Whether servant of darkness or light, his secrets are beyond me. You're going to have to figure it out for yourselves. Tell us where to go. Tell us where we can find Astos. Wir werden Damien finden. Follow the bats. They're his creatures. Ui, sehen wir das jetzt auch gleich? Schade, ich hätte gerne jetzt den Blick zum Himmel gesehen. Got it. Cody, Johnny Boy, Marty, Kimmy, Bibi. Cody, Johnny Boy, Marty, Kimmy, Bibi. Coming from an old corsair like me, but don't give in to hatred. Don't let it control you. Or you'll end up like old Dickie. I don't even know who to hate anymore. Wahre Worte. How did it all end up like this? Die meisten verstehen das heutzutage leider nicht. Ich sage euch immer, don't feed the troll. Wenn euch irgendwie mobbt oder dummes Zeug erzählt, dumme Kommentare schreibt oder ähnliches, ignorieren. Ihr könnt das selber eh nicht in den Griff bekommen und die raufen sich nur zusammen, kommt mehr zurück, wenn ihr seht, wenn sie sehen, dass ihr reagiert. Also ignoriert es einfach. Vic hat am Ende offensichtlich seine Lektion gelernt und jetzt sehen wir die Fledermäuse. Was soll das heißen, Bibi? In all my fragmented memories, nothing resembles this. What happens now? We dive head first into the unknown. Genau, handeln macht stark. All right, let's get a move on. Das tun wir. Wow, unglaublich viel passiert. Ich habe jetzt wieder die Lautstärke runtergedreht, weil jetzt kommt, glaube ich, nichts mehr. Kann mir nur vorstellen, dass wir jetzt wieder im Menü sind. Und wahrscheinlich machen wir direkt weiter, weil ich nicht wüsste, was jetzt passiert sein soll, was wir noch machen können. Oh mein Gott. Da ist wieder die ganze Karte. Anima-Splitter. Schön. Haben wir auch nie wirklich viel eingesetzt, ne? Uralter Turm, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir sehen es ja gleich nochmal. Hauptmission. Pläne der Vergangenheit. Diese Mission ist jetzt verfügbar. Ist Damien der Narr? Passt das? Werden wir erleben. 88. Oh mein Gott, zieht das jetzt nochmal an. Haben wir irgendwas hier? Ja, wir haben noch neue Nebenquests. Uralten Turm ignorieren wir mal noch. Im Luftschloss ist was Neues zu tun. Wie stark ist diese Nebenquest? Okay, das ist die Hauptquest. 82.
Nachtschwarze Echos Tragödie. Wisst ihr was, wir müssen eh alle Schritt für Schritt machen. Wir fangen jetzt hiermit an und sehen, wo uns das hinträgt. Let's go! Hier liegen die Erinnerungen einer verlorenen Seele, der verlorenen Seele eines Fremden. Die Menschen in Cornelia liebten sie und sie erwiderte diese Liebe. Mit unerschütterlichem Glauben an ihre Pflicht machte sie sich auf, Chaos zu besiegen und das Königreich zu retten. Doch eine einzige Berührung des in Finsternis gehüllten Windkristalls genügte, um ihr Vorhaben zunichte zu machen. Vergessene Erinnerungen wallten auf und mit ihnen kam die Verzweiflung über das verzerrte Reich und die Rolle, die diese Fremde für sein Fortbestehen spielte. Kurz darauf wurde die Fremde von einer der Finsternis entsprungenen Kreatur niedergestreckt. Noch als sie im Sterben lag und vom Hass verzehrt wurde, verfluchte sie ihr Unvermögen, die Welt zu schützen. Dieser Vortex der Emotionen verzerrte ihre Seele und brachte ein neues Grauen hervor. Jetzt treibt sich der Geist der Fremden hier herum. Sie leidet in der verzweifelten Hoffnung, dass sie jemand von den Fesseln ihrer Reue befreit. Genial, jetzt wo man das mit den Fremden nochmal so gelesen hat und verstanden hat, merkt man umso mehr, wie es damit drum geht, dass wir ja auch die Fremden sind. Ich lese das jetzt hier nicht, sondern sinniere ein bisschen darüber. Notiz eines Narren 13, erinnert euch, war angelehnt an Dimension 4, sprich an Final Fantasy 4. Und es ist genial, wie sie hier so psychische Probleme aufgreifen, was wirklich mit den Menschen passiert, wie es sie zerstückelt und wie man gar nicht mehr weiß, was man tun soll. All das, finde ich, wird hier gut wiedergespiegelt in diesem Spiel. Was haben wir denn hier? Besiege Tiamat. Oh nee, ihr seid ja mies drauf. Notiz eines Narren 14, der Dämon des Windes. Es war einmal eine Frau, die sich nichts sehnlicher wünschte, als die Welt zu retten. Ihr Mitgefühl wurde ihr zur Qual und schon bald wurde sie vom Hass auf ihre eigene Ohnmacht und auf die grausamen Herren, die ihre elende Welt erschaffen hatten, verzehrt. So erwartete sie ein Schicksal, das gleichermaßen brutal wie auch sinnlos war. Mit ihrem letzten Atemzug verfluchte sie das ungerechte Leben, doch dann geschah etwas Unerwartetes, ihre Verbitterung und die dunklen Gefühle, die im Innern eines sich verfinsternden Kristalls waberten, reichten einander die Hand, woraufhin sie als Ausgeburt des reinen Bösen wiedergeboren wurde, Tiamat, Dämon des Windes. In ihren goldenen Hallen verfolgten die Lufinianer dieses unerwartete Ereignis mit Sorge. Seit diesem Tag darf sie nicht mehr zurückkehren. Doch kann ein derart mächtiger Hass wie der ihre nicht ausgelöscht werden und ganz gleich, wie oft die Welt von neuem beginnt, überdauert sie mit erbittertem, purem Hass und schmiedet ihre Pläne. Kurze Pause. Könnte sein, dass sich das so ein bisschen auf Bibi bezieht, keine Ahnung, weil die haben wir da auch liegen sehen bei Tiamat, wo wir sie vor x Folgen dann hier getroffen haben. Wir werden erleben, was es hiermit auf sich hat. Let's go! Eventuell ist für jeden der unsrigen ein Dämon da, um den es hier geht. Wie schwer wird das jetzt? Okay, ist gar nichts da. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, komisch. So, ja, wir haben den Ritter übrigens nach wie vor. Das heißt, wir haben tatsächlich beim letzten Boss nicht wechseln müssen auf Krieger. Hey, wir haben wieder den schicken Hut an. Schaut euch an, wir sind hier so ein Gangster. Direkt aus Chicago. Okay, was müssen wir machen? Kommt Tiamat einfach? Ja, Tiamat erscheint. Okay, müsste ich ja noch können. Tiamat war eine der, die ich am besten zu lesen gelernt habe. Ja. Ja, okay. Tornado kann uns egal sein. Tosen, ja. Todesarten, da kann ich reinschlagen. Und weg. So. Wow. Wow, wow, wow. Das ist unglaublich viel Lebensenergie. Ich schau mal, ob ich mit Hast arbeiten kann. Hast, ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Hat geklappt. So, dann wechsle ich mal wieder. Zack und weg. Zack, jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Funktioniert richtig gut. Jawohl, ich sag's doch, es funktioniert richtig, richtig gut. Tiamat habe ich mal richtig lesen gelernt damals in diesen Kämpfen. Okay, jetzt kommt der Odem. Ich wechsle mal kurz. Geh mal wieder auf Hastgar. Oh ja, Glück gehabt, muss ich zugeben. Zack, und jetzt gehen wir mal mit Blitz rein. Jawohl, hat geklappt. Blitzgar, zack. Jawohl, richtig gut.
Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Wechseln wir also wieder. Warten den Sprung wieder ab. Jawohl. Zack. Jawohl. Wieder Wechsel. Rüber. Zack. Ich wurde leicht getroffen. Das ist nichts. Das war zu spät. Das war zu spät. Mein Fehler. Geheilt. Jawohl. Wechsel. Könnte sein, dass wir es direkt schaffen, einfach weil wir sie so gut gelernt haben zu lesen. Weg, 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 weg. Ja, ja, nicht zu viel wollen. Rüber zur Seite. Jawohl, hat geklappt. Ja, jetzt bin ich leider gebrochen. Weg mit mir, weg mit mir. Jawohl, heilen. Oh, da wurde ich angezogen. Was ist passiert? Was ist passiert? Okay, ganz ruhig bleiben. Irgendwie bin ich vergiftet worden. Irgendwie bin ich vergiftet worden. Mist, heilen. Nochmal heilen. Oh, Mist. Kann ich nicht irgendwie mit dem Magier hier heilen? Regener vielleicht gegenwirken? Regenaga, dass alle heilen. Genau, das ist doch nicht schlecht. Blitzgar, komm schon. Also, das hält viel zu kurz. Diese... Eieiei. Da habe ich natürlich viele Sachen verbraucht. Echt doof. Dieses Hastgar hält viel zu kurz. Okay, jetzt muss ich ein bisschen zurücknehmen mich. Kann ich hier auf den Krieger wechseln? Vielleicht, wenn sie im Todesmodus haben. Also jetzt möchte ich es nicht, sonst springt sie mich an und dann ist vorbei. Genau, deshalb nicht. Weg! Jawohl! Oh Mist, trotzdem noch gebrochen worden. Wechsel. Heieiei. Wie gesagt, ich würde gern auf den Krieger wechseln. Ich mache mal hier die Resonanz. Und sobald sie dann haben, möchte ich gern auf den Krieger wechseln. Komm. Haut rein. Haut rein, los. Macht sie fertig, kommt. Noch ein bisschen, komm schon. Noch ein bisschen, macht was. Bitte. Kommt schon, noch ein Schlag, jawohl. So, jetzt gehe ich ins Menü. Kampfeinstellung. Nach oben. Gehe auf den Weisen, gehe auf den Ritter, gehe auf den Krieger. Zack, zack, zack. Mach hier den Schlag. So, Kriegsschrei. Ja, ja, mach du mal. Zack, erledigt. Wunderbar. Keine Ahnung, ob das reichen kann. Aber ich habe zumindest alles versucht. Und das ist alles, was zählt. Wird leider eine längere Folge. Das ist immer lästig zum Hochladen. Aber muss halt manchmal sein. Ich kann jetzt ja nicht mitten im Kampf abbrechen. So, wir machen wieder die Resonanz mit allen. Wir können Bibi einmal heilen, wenn sie sterben sollte. Okay, dazu müssen wir aber erstmal hinkommen. Komm ran! Oh, Mist, jetzt konnte ich sie nicht... Mist, hat nicht gereicht und jetzt bin ich tot. Schade, schade, aber es war irgendwo klar. Weil es dann einfach trotz aller Erfahrungen nicht so gut lief, wie ich es gern gehabt hätte. Also gehen wir hier ran. Speichern das Ganze. Und dann heißt es für hier heute und dieses Video. Frankie, out.